Ja, heute der erste Morgen unter Null, eindeutig unter Null. Einen recht schönen guten Donnerstagmorgen, Der der 11. November. Es ist jetzt, was ist jetzt, ungefähr 6:45. Ich fahre mit meiner Noma schnell aufs Feld. Dann schnell, denke ich, vielleicht Kaffeebar. Ja, liebe Jugendfreunde, Baustelle bei der Heizung. Hier, der neue Förderschneck habe ich reingeschoben. Der wird jetzt dann hier befestigt. Restwelle rausdrücken. Das ist der Rest der Welle. Hier abgeschert. Und die neue Welle. Ja, und jetzt Welle reingeschoben und der Keil ist drin. Gut. Und jetzt wieder Motorgetriebe anschrauben hier. So, montiert. Und sie dreht wieder die Asche nicht. Und ihr seht, wie unruhig die läuft. Das muss ja nach 2 Jahren kaputt gehen. Also nicht gut gelöst. Ja, im Moment habe ich da verschiedene Baustellen an meiner Heizung. Es ist eigentlich verrückt. Hier die Alarmanlage, ich zeige euch die. Die läuft auf dem 2G-Netz. Und 2G-Funknetz oder Telefonnetz wird abgeschaltet. Darum wurde mir empfohlen oder mitgeteilt, ich könnte eine neue Alarmanlage kaufen. Die kostet montiert 1.800 Franken. Sehr teuer und kann nicht, eigentlich nichts mehr als diese hier. Und dann habe ich mich erkundigt. Und es gibt noch eine SIM-Card Talk, die läuft auf dem Sunrise-Netz und die ist 2G-fähig. Jetzt habe ich da eine solche SIM-Karte reingeschoben, aber ich denke, das muss neu mit dem Computer angehängt werden und gesagt werden, wenn eine Störung ist, welche Nummer anrufen. Darum muss die Alotherm gleichwohl vorbeikommen. Aber diese SIM-Karte kostet mich 20 Franken. Und dann läuft die Anlage vielleicht noch einmal 2 Jahre, diese Störmeldeanlage. Gegenüber 1.800 für eine neue. Und sie kann leider nicht viel mehr. Ich hätte gerne eine Störungsmeldung gehabt, die über Internet läuft. Also da hätte ich einen Computeranschluss hierher gezogen. Bedienung, es gibt das bei der neueren Heizung. Bedienung über eine App. Du kannst auf die Heizung zugreifen und überall wo anlassen, abstellen, verstellen. Auch die Alotherm könnte zugreifen. Aber bei diesem Frühling DMC, der 10 Jahre alt ist, leider nicht. Der hat noch kein Touch-Display, der hat hier nur die Knöpfe zum Bedienen, kein Touch. Darum können Sie es nicht anhängen. Jawohl, 9 Uhr gewesen, Kaffeetime. Hier die dritte Baustelle, ihr seht, die Heizung läuft noch einarmig. Und da müsste zuerst das Holz hier raus, damit ich da den zweiten Arm reinbauen kann. Und wir haben jetzt überlegt und werden diesen Arm auch austauschen. Der ist auch 10 Jahre im Betrieb. Bevor er zu Bruch geht und in die Heizung reinkommt und viele Probleme gibt. Jetzt ist die einarmig. Ich lasse das Teller schneller drehen, damit da genug Holz hergeschaufelt wird. Ja, wie überall. Nach 10 Jahren ist bereits alles alt
Ja, und gibt Probleme auf.